So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play GTA 3 hier auf meinem Kanal. Wir wollen heute mal weiter mit den Donald Love Missionen voranschreiten. Dazu nehmen wir uns hier die Karre. So. Rutsch. Und werden dann mal, nachdem wir diesen Unfall überstanden haben, zumindest das Betrachten dessen, zu Donald fahren, dort die nächste Mission in Angriff nehmen. Da, Mist, wir sind auf der falschen Straße. An. Nach Platz. Schwein gehabt. So. So, dann hier nochmal. Lang. So. Und dann gucken wir nochmal. Donald, ich komme. Old MacDonald, Hello Farm, here, here, ho. The Kenji Complot. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague. But that might be going too far in this case. Yeah. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassan. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Okay. Gut, dass wir gerade so ein Gang-Out haben, ne? Und das war noch nicht mal geplant. Naja. Clown for Sense erwartet der kolumbianischen Gang. Nö. Ich fahre jetzt zu dem Parkhaus in Newport und ziehe Kenji aus dem Verkehr. Naja. Nichts leichter als das. Platzer, Achtung, Schulle kommt. Achtung, Schulle. Ja, danke. Ah. Ist immer schön, wenn man sich in der Stadt schon einen Namen gemacht hat. Ich glaube, auf meinem ersten Auto wird auch der Riesenschrift zu Schulle stehen. Dann sind alle ganz vorsichtig, wenn sie mich sehen. So, mal sehen, ob das jetzt überhaupt klappt hier. Sind hier schon welche? Nee. Nicht? Sorry, er kommt jetzt gerade hier bei Facebook. Von der Gruppenarbeit. Ich würde sagen, einfach reinheizen, wa? Gut. Ah. Ja, hilf mir mal. Oh, danke. Nee, nee, lass mich mal in Ruhe. Ihr habt mir jetzt geholfen, das durftet ihr. Jetzt fahre ich mal schnell in Pain Spray. Pain Spray, Alter. Alter, ich muss da rein. Ich bin Arzt. Genau, explodiere einfach mal. Immer wieder gut. So. Dann hier rein, damit die Karre repariert wird. Und natürlich der Fahndungslevel weg ist. So. Na dann aus Newport verschwinden. Wo soll ich hin? Jetzt bin ich gerade am überlegen, ist Newport die ganze Insel? Also muss ich jetzt rüberfahren? Vielleicht mal kurz. Mann, ist doch gut hier. Ja, alter Verwalter. Ey, weißt du, das ist ja wirklich Wahnsinn hier. Aber die Folge machen wir jetzt erst zu Ende. Und dann gucken wir halt da, was die Mädels da wollen. So, komm. Ladebildschirm. Hm? Ladebildschirm. 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 Ja. So, Portland. Und den Wagen verschwinden lassen, oder was? Jetzt lass den Wagen stehen. Auftrag erledigt. Verschwinde aus Newport und dann weg mit dem Wagen.
Okay. Wie soll ich ihn wegbringen? Ah, ich habe eine Idee. Könnt doch in der Fahrt aussteigen, oder? Achso. Ach, das war's schon. Das ist ja süß. Gut, dann fahren wir jetzt speichern. Ich hatte jetzt gedacht, ich muss den noch irgendwie zerstören, zumindest, dass alle Beweise verschwinden. Aber das scheint gar nicht nötig zu sein, was ja auch ganz schön ist, ne? So. Achtung, Schule. Danke, danke. Immer wieder herrlich, dass das so klappt. Oder wisst ihr was, wir machen jetzt einfach noch die nächste von Donald. Passt auf. Wir fahren jetzt einfach mal zu Donald. Und wenn wir die dann haben, dann können wir dann speichern fahren. Da haben wir in der Folge, denke ich mal, schon schön was geschafft wieder. Ne? Wir können uns dann in der nächsten Folge den weiteren Missionen von Donald widmen. Hui. Donald. Wenn mit deinem Bild. Nächtlicher Fischzug. Ach du Schande. Tai Chi. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. So, gut. Besorgt dir ein Boot und folge dem Flugzeug. Ja, herrlich. Unten im Boot? Wir sind in der 2 Punkte. Aber ich glaube, die Mission müssen wir dann nochmal starten. Naja. Da ist jetzt ein Flugzeug. Ja. Waha. Scheiß Kartellauto. Steht da unten im Boot? Nee, natürlich nicht. Dann müssen wir schnell zu Gunhilde hin. Da meint ihr, ich soll das Boot da hinten, aber das ist mir doch viel zu weit weg hier. Na komm, steig aus. Mensch, Alter. Oh, renne. Rennen. Da, wo nicht klappt, das kannst du rennen, mein Freund. Ist ganz einfach. Komm, nimm das Polizeiboot hier. Wo komm? Gas? Also, das rote war irgendwie das Boot, zu dem wir hätten fahren sollen. Na ja, komm, das ist ein Flugzeug. Ich seh's. Ach, hier hin. Ach da! Was? Was sollen wir jetzt machen? Ja. So. Nächste? Da. Ach ja. Wie ich so Mission liebe. 6 Päckchen, also kriegen wir auch 6 Sterne oder was? Du willst mich doch rollen. Na komm, lass noch eins. Gut. Kriegen Sie es zu Donald Love? Ach du Scheiße. Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht, seid doch hier nicht mehr. Ja, ja, ihr mich hoch, Alter. Fuck hier, ey. Warte, jetzt steht hier schon wieder kein Auto. Oh.
Mann. Ja, komm, das ist jetzt das wenigste Problem oder das kleinste Problem. Ah, ein FBI-Auto. Aber wir sind ja hier gleich bei Pain Spray. Sollte er helfen? Da-da! Schalalalala, das ist ja super. Ach ja. Ab zu Donald. Weil das Loving in the air. Mensch, man sollte sich vorher überlegen, wenn man sowas anstimmen möchte. Denn dort ist Love in the air. Und dann passt das schon wieder nicht, weil da nicht Love is in the air gesungen wird. Scheiße. Fuck, Alter. Naja, was soll's. Slalom. Na, wer bist denn du? Bist ein ganz harter, wa? Oh, sorry. Das war Absicht. War es wirklich. Mission erfüllt, 10.000. Das ist doch geil. Oh, Ray. Wir haben neue Ray-Folgen. Aufgaben. Ray. Okay. Was auch immer. Ich habe ja jetzt hier die Missionsliste vorliegen immer und weiß ja dann ungefähr, wie die Missionen heißen. Aber ich weiß halt nicht, welche Mission uns jetzt ermöglicht, auf die dritte Insel zu kommen. Weil dort ist auch ganz schnieke eigentlich. Eigentlich. Deshalb werden wir in der nächsten Folge einfach mal die Ray-Mission ausprobieren und mal gucken. Was? Alter, nee, wa? Nicht dein Ernst. Wir können schon rüber? Ist ja geil. Idiot. Cool. Ja, dann gucken wir uns mal schnell die andere Insel an. Vielleicht haben wir da auch einen Speicherhaus. Schon? Ich weiß es noch nicht genau. Ja, haben wir schon. Geil. Dann fahren wir erstmal hier in Speichern hier. Dann wird man in der nächsten Folge erstmal eine versteckte Päckchenfolge machen. Monster Stunt und so weiter, wisst ihr ja. Ja, dann haben wir hier wieder Fernsprechermission, ist ja ganz klar, ne? So, hier, Stadt. So ein bisschen Straße und so alles. Viel gibt's hier nicht. Alles nur so ein bisschen fabrikmäßig immer. Hier oben gibt es irgendwo noch so eine Import-Export-Garage. Ich glaube, das war hier oben sogar. Ja, hier, wie ich das weiß, war. Da stehen noch ein paar Dinger dran, die wir hier besorgen müssten. Gut, jetzt könnte man. Theoretisch da lang fahren, aber wir fahren mal hier lang. Aber hier über einen Staudamm kommen. Guckt euch an. Wahnsinn, wa? Richtig episch. So, nach hier links will ich mal kurz gucken, ob man hier. Ne, kann man nicht. Kommt man auch nicht drüber, ne. Kommt man da irgendwie hoch? Alter, geil. Hier oben gibt es nämlich ein Observatorium, da war ich noch nie. Oh. Gut. Das sah mir jetzt nicht. Bisschen wieder andere Steigung aus, aber naja. Gut, also da kommen wir scheinbar nicht hoch. Obwohl, was ist denn hier? Komm, Gas! Zieh! Okay. Ne, scheint nicht zu klappen, aber was soll's. Also Staudamm hat man ja, ne? So, dann können wir hier sein Auto schrotten. Und schlimmerweise sind hier die Typen vom kolumbianischen Kartell unterwegs. Da hinten sehen wir sie schon. Die uns ja auf der anderen Insel schon das Leben ein bisschen zur Hölle gemacht haben, sag ich mal.
Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auf der Insel hier noch die besten Chancen haben, mit dem Krankenwagen die Mission zu machen. Oh. War ich nicht. So, also. Hier die Straße runter, schöne Serpentine. Man, also hier werden die dann immer abkürzen und einfach drüber fahren. Das ist so das Beste, was man da machen kann. Ja, hier ein Tunnel mit schönen Graffitis. Immer ganz schnieke. Hier Tunnel auch zu den anderen Städten auch. Man muss hier nicht nur, oder man kann hier nicht nur über die Brücken drüber kommen. Ganz viel Bandengebiet hier. Von hier ein schöner Blick aufs Stadion. So, hier ist eine Mission, okay. Ja, ja. Sau mich nicht so an, du Idiot. Und dann war irgendwo... Da oben. Warte. So, wir müssen hier lang. Ich hatte mich verfahren. Das ist ja auch eine ganz verfahrene Situation hier. Ne? Also, ich will mal ganz ehrlich sagen. Dann fahren wir jetzt mal hier, halt hier hoch. Oh. Stellen unser Auto in unserer Garage hier. Die hier ist. So. Ja, ich auch. Hier haben wir ganz viele Waffen. Die jetzt hier in Reihe und Glied auftauchen. Ist auch ganz schön. Nach der nächsten bzw. übernächsten Folge haben wir dann hier alle Waffen. Ja, und hier ist unser Speicherhaus. Da können wir kurz reingehen und speichern. Und damit wünsche ich euch dann noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play GTA 3 mit Schulle. Bis dahin. Tschüss.